Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal sind wir in die Hinterländer gereist und da haben wir viele, viele Leute verloren. Das war nicht schön. Das hätte wesentlich besser ausgehen können. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wenn es eine Curse-Chance gibt, dann nehme ich sie nicht mit. Weil den Curse abzubekommen ist ja ultra schlimm. Also, wir haben direkt einen Kameraden verloren, der wahrscheinlich das gesamte Teil nochmal gekippt hätte. Weil ich hatte dann gegen Ende keinen Verteidiger mehr. Also, wir haben es noch durchgeschafft. Die Upgrades in die Guides hatten sich gelohnt. Da haben wir jetzt auch hier ein Blessing jetzt von Anfang an durch das eine hier. Was brauchen wir eigentlich hier, um das nächste Mal abzuquälen? 35 Seelen. Na gut. Meine Party habe ich schon mal ausgestattet. Wir haben diesmal zwei Verteidiger dabei, da wir ja eh so extrem viele haben. Einen Raider und einen Hunter und nochmal zwei Magier, weil ich finde, die Magier sind wirklich das Wichtigste neben den Guards. Die anderen beiden sind halt wirklich zum Damage dealen da. Guck mal, ich muss im selben Ort direkt noch einmal. Wir haben keine menschlichen Wesen als Gegner. Wölfe und Spiders, aber da, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das Beastbane-Ding dann wirklich lohnt. Also wechsle ich eben kurz diese eine Fähigkeit aus. Wahrscheinlich wollen wir jetzt die Orks retten gehen. Das klingt zumindest am wahrscheinlichsten. Wir gehen wahrscheinlich unten lang. Oriflames. Taming Banners bestow good fortune to travelers. Stop and ask for their blessing. You'll see them at the start of the adventure. Oriflames can give more blessings by upgrading the last war room. Also ich kriege jetzt halt jedes Mal am Anfang direkt ein Blessing. Ah, jeder Angriff kann jetzt Bluten auslösen. Ist ja richtig nett. Also den War Room upzugraden hat sich auf jeden Fall gelohnt. Eine Mimik? Wir haben eine Mimik gefunden. Und sie tut weh. Komm. Ah, gegen Stun bist du immun. Okay. Du bist exposed. Dass wir auf einmal eine Mimik hier haben. Ich intercepte dich. Charge! Oh, dagegen bist du auch immun. Aua! Die Mimik tut weh. Gegen Bluten bist du mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit immun. Autschen. Dunkfalle. Können die Heebie-Jeebies nicht wenigstens den Slow-Effekt dann auch wegnehmen? Ich sollte, glaube ich, einfach draufhauen.
Als ob ich kein Damage mach. Ja, gegen Stun bist du ja auch immun. Eine Mimik tut ultra weh. Ich denke schon darüber nach, hier auf Abandon zu drücken. Aber ich glaube nicht, dass wir die besiegen werden. Ich mache da ja auch kaum Schaden. Ah, man kann sie wenigstens weaken. Schat? Ja, als ob ich eh... Ich habe eh schon kaum Schaden gemacht, ey. Komm schon. Exceptional skill. Aua. May the ancestors welcome. Alter, ich drücke jetzt Abandon. Also ich habe ich hab für euch wahrscheinlich bis hierhin übersprungen, bis zu einem gewissen Teil. Alter, diese Mimik, die, also ich habe sie zwar schon fast tot. Aber mein Team ist so hart im Arsch. Ich schaff das hier nicht. Wir sterben beim nächsten Gegner, wenn das so weitergeht. Dann mache ich lieber Abandon und mach den Run nochmal neu. Alter, eine Mimik ist ja ultra grausam. Alter, das ist ein Vieh, das muss wirklich genervt werden. Kann doch nicht sein, dass das mein Team komplett allein zerlegt. Ey, im Ernst, ich nehme jetzt schon seit 15 Minuten auf. Bei euch sind es vielleicht 2 Minuten, die ihr vom Kampf gesehen habt. Wie hat mein Team im Alleingang erledigt? Und das war der allererste Gegner, den wir getroffen haben. Das ist doch nicht normal. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Mal gucken, was der Schrein diesmal gibt. Also, so eine Mimik ist ja wirklich ultra unfair. Das muss man nochmal erwähnen. 12% mehr Max-Leben. Also wenn ich das nächste Mal eine Mimik über den Weg laufe, ich drück direkt Abandon. Die Dinger sind ja die Hölle. Ich nehme das hier. Direkt von Anfang an geslowt. Ich habe diesmal übrigens 2 Raider dabei. Ich zeig dir den Finger. Ja. Shoppen. Ja. Einer weg. Falsch.
habe genau den richtigen intercepted. Aua. Okay, nur noch zwei. Den exposen, weil der hat mir zu viel Abwehr. Expose ich dich auch mal. Heebie-jeebies. Alle Zeebies. Wacker. Dich intercepten. Ich zeige dir den Stinkefinger. Dungfalle. Perfekt. Hasta la vista. Peaks. Vile critters. Okay, wo will ich lang? Wenn ich oben lang gehe, dann könnte ich zweimal den Guru abstauben. Ich wollte wieder nach hinten rennen in der Hoffnung, dass ich ihn ambuschen kann. Er hat mich geambuscht. Bleibt langsam. Pam. Will verhindern, dass du Freunde holst. Charge! Oh, sogar zwei gestunt. Das finde ich jetzt nicht so toll. Heebie-jeebies. Bleibt langsam. Staggering hit. Charge! Peaks. So, der ist fast tot. Für den brauche ich mindestens den Shop. So. Charge! Ich treffe genau den, den ich treffen will, nicht.
Komm. Okay. Geht doch. Einmal eine Heilung. Goblins are a very embodied for survival. Lecker Holz. Ich sehe, wenn ich nach unten gehe, sogar einen Goblin. Also gehen wir auf jeden Fall nach unten. Vielleicht kriegen wir einen neuen Trade. Heebie-jeebies. Oh, es macht auch noch fünffach Poison drauf. Practice makes the warrior. Jawohl, alle kriegen direkt hier Haste drauf. Das finde ich richtig nett. Ich kann hier gar nicht mehr nach unten. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Just what's needed. So. Du kriegst einen Heal. Und du kriegst mehr Armor. Dann kriegst du noch die Chance, Bluten zu verursachen. Hello. Evident craftsmanship. Jawohl, drei Upgrades durchbekommen. Oben ist noch mal der Guru. Wir nehmen den Guru noch mit. So, und jetzt will ich unten lang. Weil da ist dann auch der Guru. Danach kommt sogar noch mal ein Laden. Na, schade. Kein Ambush. George! Mal lieber den Heal. Jetzt sind wir sogar full life. Ich verpasse den eine. Okay. Jetzt ein Double Shot. Dann können wir direkt zwei auf einmal loswerden.
expose den da. Oh. Arm up. Diesmal will ich ihn als einen der letzten umnieten, weil er allen Wut verpasst, wenn ich ihn als letzten vernichte. Ich habe wenig Lust auf Wut bei Zombies. Ich habe einen Triple Shot gemacht. Schadenstück. Charge! Ich will mal erst die Zombies loswerden. Die sind tatsächlich schlimmer als der Nekromanzer. Aber ich kann ihn ja trotzdem auch exposen. Double Shot. Einen sind wir wieder los. Und ihn können wir auch hinrichten. So, dann kann er schon mal keinen mehr boosten. Wenn er gleich tot umfällt. Finger der Macht in dein Gesicht. Der Schädel ist jetzt nicht weiter schlimm. Devious Shot. Ja. Weg mit dem. Nur noch der Schädel ist übrig. Und den kriegen wir schnell kaputt. Schade, dass es keine XP in dem Spiel gibt. Vielleicht kommt jetzt eh der Boss, ne? Spätestens nach dem Laden. Dann können wir auch ruhig heilen. Ach, haben wir viel zum Heilen da. Das Gute ist, wir kriegen sogar nochmal den Guru vor. Das heißt, wir können sogar nochmal aufwerten. Ich hätte eh nochmal Heilung bekommen. Ich hätte gar keine kaufen müssen. Den Healing Shunt, den habe ich gern. Den upgrade ich immer, wenn ich kann. Haben sogar noch mal einen besseren Heal vor Bosskampf bekommen. Okay, das hier nehme ich nicht mit. So. So, haben wir nochmal geboostet. Ich pack mich schon mal provisorisch aus dem Bild. Jetzt müssen wir fighten. Aber es kommt bestimmt eine Sequenz.
wäre nice, wenn der Ork mit uns kämpfen würde. Blut? Ah, okay, doch keine Sequenz sofort. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Intercept einfach den da. Auf ihn. Ich glaube, die werden nicht lange leben. Nicht, dass sie vorher wirklich am Leben gewesen wären. Okay, ist ja gut, ich bleibe aus dem Bild. Bam. Nein! Wisst ihr was? Ich packe mich aus dem Bild, sobald wirklich die Sequenz anfängt. Charge! Kurz verlängern bei allen. Das wird lecker. Das war richtig lecker. Schade, kein Walkie. So, Walkie auf dich. Die Falle hat sich sogar ausgelöst. Oh, so viel geiler Shit. Ich noch mal Heilung. Keiner von uns ist verletzt. Lauft! Ich habe schon mit einer Sequenz gerechnet. Vielleicht kommt ja jetzt noch eine. Hä, von uns ist keiner gestorben. Was erzählt das Spiel für ein Quatsch? Vor allen Dingen, wir hatten keinen zweiten von denen dabei. Wir hatten zwei von denen. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Okay. Überhaupt keine Sequenz. Das ist die nächste Mission. Die with the Warden. Wir haben das mit einem Gebiet so gesehen gerade nur betreten. Können wir irgendwas upgraden? Wahrscheinlich nicht. Kostet mich dann überhaupt hier das nächste 50-50. Was ist denn der in das nächste Gebiet? Das will ich schon mal gucken. Ach, immer noch dort. Aber wahrscheinlich nur Menschen. Beziehungsweise Halflinge. Oh, ich krieg dann einen krassen Stab. Okay. Da bin ich dann schon mal gespannt. Ja gut, Leute.
Ich würde aber mal sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.